endlich mal wieder so viele Autos stehen. Wann genau der Bau der Wasserburg begann, ist unklar. Erste urkundliche Hinweise datieren die Häuptlingsburg auf das Jahr 1310. Im 15. Jahrhundert erbten die Zirksena die Burg. Graf Ulrich I. ließ 1443 die bestehende Burg zu einem Schloss mit dreiflügeliger Haupt- und Vorburg ausbauen und feierte hier am 1. Juni 1455 seine Hochzeit mit Theda, der Enkelin seines großen Rivalen Focco Ucena. Seither spielte sie eine bedeutende Rolle in der ostfriesischen Geschichte. Am 28. Januar des Jahres 1600 schlossen Graf Enno III. Und das Haus Riedberg auf der Burg den Berumer Vergleich, in dessen Folge das Harlinger Land endgültig zu Ostfriesland kam. Am 16. April 1628 ereignete sich ein tragischer Zwischenfall auf der Burg. Der erst 26-jährige Graf Rudolf Christian kam durch einen Stich ins linke Auge, den er bei einem Streit von einem Leutnant des zu Berum in Quartier liegenden kaiserlichen General Gallas auf der Burg erhielt, um. Nach dem Tod Karl Edzards fiel die Burg im Jahr 1744 in den Besitz des preußischen Königs Friedrich II. Dieser hatte keine Verwendung mehr für den Witwensitz. So verfiel das vierflügelige Schloss immer mehr. Der Großteil wurde 1764 abgebrochen und das Inventar versteigert. Erhalten blieben die Vorburg, ein langgestreckter an die Wehrmauer gebauter Backsteinbau mit ehemaligem Torturm und die barocke Tordurchfahrt.